Leute, was geht ab? Euer Amstart und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht schon im Hintergrund. Boom, wir sind hier heute beim neuen Horror Castle in Fortnite Season 6. Und heute nicht allein, sondern zusammen mit Toni. Was geht ab? Was geht? Mit Odoman, was geht? Das ist dein Papier. Ja, und mit Achmed, hallo? Buh! Wow! Alter, ich bin erschreckt. Und Leute, wir machen heute mal eine frische Runde Hide and Seek hier auf dem neuen Horror Castle. Ihr seht im Hintergrund, es sieht so episch aus, Leute. Ihr kennt es ja, direkt dahinter ist auch der Friedhof. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, will ich euch noch ganz kurz die Lootboy-App zeigen. Die kam nämlich auf mich zu und haben ein bisschen Bock gehabt auf eine Zusammenarbeit. Deswegen, Leute, zeige ich jetzt mal die App und was ihr da so mitmachen könnt. So, Leute, ihr seht im Hintergrund, so sieht die Lootboy-App aus. Beziehungsweise, ich bin gerade am PC, wir können euch das auch gerne auf dem Handy einfach runterladen. Im Play Store oder App Store gibt es überall, Leute. Und falls sich der eine oder andere von euch fragt, okay, was über Lootboy? Lootboy ist eine App, in der ihr euch quasi Packs ziehen könnt. Und halt nicht irgendwelche normalen Packs, sondern Packs, wo ihr richtig coole Sachen gewinnen könnt. Von einem Kinogutschein bis zu V-Bucks, bis zu, keine Ahnung, YouTuber-Hintergründen oder sogar, dass ihr mit YouTubern zusammen zocken könnt. Da erkläre ich euch gleich nochmal genauer. Erster Link in der Beschreibung. Aber das Coolste an der Sache ist, es ist alles einfach kostenlos. Das Einzige, was ihr benötigt für solche Packs, sind hier oben diese Coins und die bekommt ihr ganz easy im Game. Ihr könnt entweder Comics lesen, eure Freunde einladen und dadurch Coins bekommen oder einfach Karten shreddern. Also falls ihr hier, keine Ahnung, irgendeine Karte habt, die ihr sowieso nicht braucht, könnt ihr die shreddern von euren Gewinns und kriegt damit dann auch wieder Coins. Der einfachste Weg ist aber auf jeden Fall, Comics zu lesen. Leute, das sind auf jeden Fall ein paar Comics, die könnt ihr euch einfach reinziehen. Da stecken echt coole Stories teilweise dahinter. Und wenn ihr die erfolgreich gesehen habt, steht oben rechts, bam, dass man 350 Coins bekommen hat. Und somit, Leute, keine Ahnung, hier gibt es direkt über 70 Comics. Zieht ihr euch alle rein, dann habt ihr direkt 5000 Packs umsonst. Und ihr seht im Hintergrund, hier gibt es direkt einen Loot-Pack. Das gönnen wir uns jetzt erstmal, denn ich habe eben schon ein paar Freunde eingeladen und ein paar Comics geguckt. Deswegen haben wir hier schon ein paar Punkte und können uns jetzt direkt komplett kostenlos das Ganze hier holen. Und was ich noch ganz am Anfang sagen sollte, Leute, hier so einen Pack bekommt ihr komplett umsonst, wenn ihr den Code EVIFA.de in der App eingibt. Zeige euch gleich ganz kurz, wie es geht. So, mein Loot reißen wir mal auf. Zack. Und let's go, Leute. Wir haben einmal ein paar Coins bekommen. Was haben wir hier bekommen? Also ihr seht auch, man kriegt noch coole Angebote. Eine Gaming-Maus für 9,99 €. Alter, okay, das ist wirklich krass. Rabattcode gibt es auch noch, Leute. Crossout Starter Pack. Dann bekommt man ein extra Ohr. Man bekommt extra Sachen in-game, die eigentlich Geld kosten, quasi umsonst. Und kann die sich dann hier unten einfach holen. Dicker Gutschein fürs Kino ist auch am Start, Leute. Womit wir quasi, wenn wir normales Popcorn holen, einfach ein großes bekommen. Richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, Leute, zack, machen wir mal das erste Battle Royale Pack auf. Und leider keine V-Bucks. Was haben wir denn alles bekommen? Checken wir gleich mal in Ruhe ab, Leute. Das zweite Pack. GTA einfach irgendwas. Okay, hauen wir gleich auch mal raus. Dritte Pack. Ich weiß nicht, was das hier links ist. Ich werde es gleich mal sehen, Leute. Egal, machen wir das nächste Pack noch auf. Und Leute, nachdem wir gerade das dritte geöffnet haben, sehe ich einfach, wir haben 1000 V-Bucks, 1600 V-Bucks bekommen. Was geht ab? GTA 3. Wir haben einfach das Game GTA 3 bekommen. Was geht hier ab, Digga? Insgesamt noch 1600 V-Bucks. Und Leute, ich würde sagen, bam, die verlosen wir. Die hauen wir jetzt mal raus. Digga, so, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir direkt so krasse Sachen gewinnen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, warum ihr gewinnen möchtet. Und ladet euch die Lootboy-App herunter, Leute. Link in der Videobeschreibung. Und vergesst den Code dabei, verdient nicht. Dann kriegt ihr 2000 Coins umsonst. Und dann werde ich den Gewinner in den nächsten Videos auslosen. Deswegen macht mit, wenn ihr Bock habt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall auch an Lootboy für die coole Kooperation. Leute, 1600 V-Bucks. Was geht ab für voll wenig Euro, das ist schon mal richtig gut gewesen gerade. Was man aber gerade noch bei dem Pack jetzt hier dazu sagen muss, Leute, wenn ihr euch das für die PS4 kauft, dann klappt das nur, wenn ihr aus Deutschland oder aus Österreich kommt. Normalerweise PC oder Xbox aus ganz Europa, aber hier klappt es leider nur für Deutschland oder Österreich, deswegen nicht, wenn du in der Schweiz wohnst und dir jetzt hier so eins kaufst, dann klappt das nicht und du dir denkst, ja, scheiße. Und auch nicht wundern, das machen die nicht aus Spaß, sondern halt wegen den Ländercodes, ihr müsst es halt eingeben und dann klappt es halt bei der PS4 nicht, deswegen, Leute, riskiert da nichts. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben und jetzt, let's go, Digga. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir sind alle ready, Digga. Seid ihr bereit? Okay. Aber ganz, ganz kurz, bevor ihr jetzt anfangt, wir stellen jetzt mal ganz kurz noch ein klein wenig die Helligkeit runter, denn Leute, heute haben wir hier Horror-Hide-and-Seek am Start, nicht irgendeins. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen gefährlich aus. Okay, Jungs, lauft einfach los. Ihr habt jetzt noch genau eine Minute, also um 44,5 komme ich euch suchen und wer nicht versteckt ist, der wird gefunden. Okay, ready. Jungs, 3, 2, 1. Jetzt wird rasiert, Digga. Okay, ich wette. Okay. Ich überleg mal, wen finde ich zu. Digga, was? Hä? Warum? Ich hab noch Versteck gesucht und ich spiele genau das Gesicht.
Ich steh da, Digga, er kommt direkt. Okay, ich wollte gerade fragen, wenn ich zuerst finde, aber ich glaube, das hat sich auch schon wieder erledigt. So, wir suchen trotzdem mal weiter, Leute. Das Ding ist nämlich im neuen Horror-Castle. Ich kenne hier nichts, keinen Gang, gar nichts, Leute. Aber, oh, es geht hier richtig tief runter zum Friedhof. Wir gehen mal weiter hier in die dunklen. Alter, das sieht so krass aus hier. Okay, wir müssen mal leise sein, vielleicht. Der Tanz-Joker, der gilt noch, ne, Jungs? Ja. Okay, wir gehen mal direkt hier in den ersten Turm rein, Leute. Da könnte nämlich vielleicht auch jemand drin sneaken. Kuckuck. Nee. Man muss ja nicht direkt in dem Hauptturm sein. Da habe ich wohl, glaube ich, gerade Lukas gesehen. Alles klar, da ist wohl jemand ganz oben drauf. Man könnte ihn. So, mal weiter gucken. Oh, Digga, wie tief das hier runter geht. Hä? Warum schießt du? Ah, ich hab nur mal geguckt. Hey, also, warum hast du es gehört? Das ist ganz klein hier. Normal, dass man es hört. Das Ding ist. Ich glaube, Achmed ist hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ey, das ist, wenn es dunkel ist, das sieht so gruselig aus, Leute. Okay, wir checken mal ein bisschen ab. Okay. Guten Tag, lieber Place. Ey, komm her, Digga. Grüß dich. Ey, komm her! Und bam, Digga. Da hat er sich unten hingesneakt. Leute, Moskito hat direkt schon zwei gefunden. Hey, was war das für ein Versteck, Digga? Er sneakt sich dahin. Ich wusste nicht, wo ich da am besten hingehen soll. Man kennt ihn, okay, aber eine Person müssen wir noch finden, Leute, hier im Horrorkasten. So, wir gehen mal in den anderen Turm, da waren wir gerade nämlich gar nicht drin. Ja, guck mal ruhig da hinten. Das bist aber nicht du, ne? Nein, ich bin das, ey. Okay, egal, okay. Schieß drauf. So, aber warte mal. Wenn Achmed sagt, okay, guck mal ruhig da hinten, dann bist du ja wahrscheinlich nicht hier, Digga, oder? Nee, ich bin gerade woanders. Okay, warte mal. Ich mach gerade Urlaub bei Ikea. Bei Ikea, sagt. Ja, hau rein, ja. Toni. Ja. So, wir gucken mal. Wir bauen uns mal nach unten. Ich werde nämlich hier jetzt runter, Digga. Hau rein. Er bist echt unten? Hau rein. Ja, warum? Nichts. Sind wir etwa unten? Nee. Alter, hier liegen einfach Särge rum, Leute. Wie krass das aussieht. Könnte halt überall sein. Ihr merkt schon, Leute, manchmal sehe ich hier auch Sachen doppelt und dreifach und gehe immer in dieselben Gänge rein. Das liegt einfach. Warum lachst du die ganze Zeit so? Junge, solange wie du suchst, Alter, ich würde den jetzt selber Führerschein machen. Alles klar, Digga, auf Ansage. Ich hab doch gerade Schritte. Aha! Achmed? Was? Hallo? Ey, du darfst nicht moven, Digga! Ich sag mal so, ich bin 3 Schritte gegangen. Ey! Junge, dann lauf doch nicht die ganze Zeit auf der Map rum! Mit! Junge! Hey, wo bist du denn? Hallo! Hey, wo warst du denn? Ich bin hinten runtergefallen, dann auf deine Plattform, die du gebaut oh hast. Oh mein Gott, bra, Leute. Aber ich würde sagen, egal, wir haben alle Leute gefunden und ich würde sagen, wir starten direkt in die nächste Runde. Wer will jetzt suchen? Ich! Okay, komm. Nee, wir lassen mal Achmed suchen, weil er gerade gewonnen hat. Ja! Dann suchen wir es jetzt hier selber mal. Oh, es geht los! Jungs, alle Mann verstecken. Okay. Warte, Achmed muss noch Team wechseln. Los geht's. Junge. Okay, ich verstecke mich direkt. Oh, das Ding ist, wo soll ich mich verstecken, Alter? Nein. Na doch. Nein. Doch. Nein. Doch, geh weg. Oh mein Gott, das Versteck ist so gut. Ja. Das Versteck ist so gut, Leute. Okay, habt ihr es? Nein, warte. Nein. Okay, Leute, die Zeit ist um. Ich komme. Hä, ich höre sogar schon Steps, wie kacke seid ihr, Alter. Jetzt springt mir gleich locker Otoman wieder ins Gesicht. Ja! Hey, was lachst du so, Achmed? Was denn? Hä? Nix. Oh mein Gott. Versteck eigentlich, aber. Ey, mein Versteck 5000 IQ, Digga, glaub mir. Warte, bin ich an dir vorbeigelaufen? An mir? Ja? Nee. Ach so, hey, warum hast du dann so gelacht? Hä, wegen Achmed. Also, ich check's, ja, egal. Oh mein Gott, ob er mich überhaupt findet, Digga, du wirst mich niemals finden. Digga, das kann doch gar nicht so stark sein. Oh doch, mein Lieber, oh doch. Ich sag mal so, ich glaube, ich finde Toni zuerst. Weil der am Ende so lange...
Oh, ach, mit Johnny's Fick, Digga. Er läuft an mir vorbei, Digga. Okay. Ja, okay, ich finde Toni doch nicht zuerst. Aber, ja, dein Versteck kann doch gar nicht so krass sein. Doch, Bruder. Wo will man sich denn bitte hier verstecken? Ja, das ist die Frage. Alle Fragen. So, vielleicht ist... Nein! Was? Warum hast du mich gesehen? Oh ja, ich bin einfach aus Zufall da reingesprungen. Oh no. Wir haben am Anfang so krass gelacht, weil Ahmed ja auch da reingesprungen ist und dann habe ich den ja gekillt. Weißt du, letzte Runde. Digga. Digga. Ich bin einfach so aus Zufall runtergesprungen und wollte eigentlich was anderes sagen. Warum? Ja, okay, Autobahn. Egal. Oh, dafür, dass du gesagt hast, dass Toni du als erstes findest, ich würde sagen, Digga. Ja, das war nicht, weil Tonis Versteck krass war oder so, sondern weil eure einfach scheiße sind. Junge, Toni, wo bist du? Also, ich und auch mit chillen hier oben ein bisschen. Ja. Du Klaverl. Ey, lass es. Ey, jetzt ohne Scheiß, ihr könnt doch einfach mitsuchen, aber nicht sagen, wenn ihr... Ich such deine Unterhosen. Nein, wir bleiben hier oben, wir fühlen uns hier wohl. Ja. Oh, Mano. Gib dir was für ein geiles Versteck. Lol. Und dann den hier so, weißt du, hier zumachen. Boah, Digga, für LOL. Die voll, das sieht krass aus, ne? Digga, das ist richtig heftig. Alter Schwede. Warte. Okay. Ich hab mir auch schon gedacht, dass er da unten ist, Digga, aber das ist er nicht. Ich hab schon geguckt. Kurz mal hier abchecken, dann Leute. Hast du nicht gut genug geguckt. Was? Hä? Wie? Okay, komm Jungs, jetzt suchen wir mal alle zusammen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mal alle her. Bin ich hier also an dir vorbeigelaufen? Deck ist eigentlich so simpel. Okay, also, warte. Ich finde dich jetzt, warte mal ab, Digga. Ich dachte, Toni ist immer der Mensch so, er sucht nicht nach einem guten Versteck, sondern er macht einfach irgendwas und ich denke einfach nicht daran, an diese einfachen Verstecke. Ist so. So, am Ende, er versteckt sich wieder irgendwo hinter einem Baum. Nee. Oder auf dem Baum, keine Ahnung. Ich bin im Haus. Im Haus? In einem Haus. Ja. Sag doch einfach. Also jetzt gerade höre ich einen Baum. Das kann ich sagen. Was hat der... bei mir irgendwo. Oh, Digga, ich finde ihn nicht. Wo ist er denn? Junge. Soll ich kurz mal Emote anmachen? Ja, mach mal. Okay, einmal tanzen. Okay. Emote ist okay, an. Okay, ja. Kannst du wieder aufhören, Toni. Warte, ich will auch sehen. Ich will auch. Warte, Junge. Hey, aber wie bist du hier hingekommen? Seid ihr da? Warte. Kommt her. Lukas, warum rennst du nach oben? Hä, wo? Ich dachte hier oben. Hier. Ah, okay. Wie bist du da reingekommen? Hallo! LOL! Hä? Wo seid ihr? Digga, guck mal, wo er ist! Wo seid ihr? Hier. Siehst du, und dann bin ich hier einfach, also von da oben, hier runtergelaufen. LOL, Digga, das Versteck ist zu krank. Digga, okay, aber er hat Bauen benutzt. Bei Heidensieg. Egal, okay, das war richtig krass. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt zwei richtig freche Runden Hide and Seek absolviert, Digga, ihr wisst Bescheid. Und ja, am Anfang, wir haben einmal alle gefunden. Auch wenn in der zweiten Runde mein Versteck jetzt nicht gerade das Beste war, aber cool. Ich fand's gut. Ahmed Chano fand es auch gut, oder? Man kennt die, Digga. Ja, ist okay. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, Leute. Schaut auf jeden Fall bei der Lootboy-App vorbei. Leute, Link in der Videobeschreibung. Checkt da nochmal alles ab, stehen nochmal alle Infos drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao.